komplex. Ich erkenne ohmische Galvatoren, Zirkularfelder, Regulatoren. Hoho, und einen Schwachpunkt. Haben Sie noch einmal mit Geduld, liebe Freunde. Sabotage ruft nach mir. Blockiere den Schaltkreis. Versuche die Stromzufuhr lahmzulegen, indem du alle drei Leitungsausgänge versperrst. Nutze das einfach die herumliegenden Isolatoren. Ja doch, das System ist mir wohl bekannt. Gut, Professor, dann will ich Sie nicht länger an Ihrem Werk abhalten. Nur eines noch. Sollten Sie sich einbauen, treten Sie einfach auf den Start, auf das Startfeld, um alles in den Urzustand zu setzen. Das ist in der Tat ein hilfreicher Hinweis. Aber Schluss jetzt, denn nun geht's. Na gut, aha. Kann. Ach so. Och, ja, ist toll. Na super. Ich muss mal eben cheaten. Ja, es hat mich sowieso schon als wieder verbaut. Wo ist denn das Stadtfeld? Achso, dann kann ich nicht lang. Ach jetzt, okay. Wo ist denn das eigentlich hin, das Zeug? Achso, das ist ja wahrscheinlich dahin oder was? Zu den. Das heißt also so. Ah, okay. Gut, dann. Ja. Nee. Ah, toll. Wie macht man das jetzt? Scheiße. Das hier noch oben. Da, dann. Nee, das ist Schwachsinn. Nicht hier so. Hier so. Jetzt da. Und dann nach da. Ich versuche gerade den Weg zu gehen. Ich muss mal in der Komplettlösung nachgucken. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt die Lösung aufgeschrieben. Rechts oben. Unten, links und oben. So. Warum ist das da? Warum blinkt das da rechts oben noch? Das ist komisch. Links nach. Der linke ist. Der ist. Der meint nach rechts. Link nach rechts. Also der da. Dann der rechts oben nach oben. Nach links. Und dann wieder nach oben. Und dann. Was? Hä? Wie bitte? Okay, ich habe das eine ganze zurückgesetzt, aber irgendwie. Ja, da war irgendwie noch ein Switch an wahrscheinlich. Ja, da habe ich noch einen Bug gefunden. Aha, okay. Weiß nicht, dass ehrlich, dass Let's Plays für Bugs gezeigt werden. Hoho, das ist mir aber ein prächtiger Coach, das gelungen. Der ist eine Erfahrung. Sehr gut. Immer mal weiter. Komm, ich komme jetzt keine Rätsel mehr, da habe ich ein kleines Mal drauf. Da finden wir Zündmittel. Bringt mir aber irgendwie nie die Items was, weil ich die nie benutze. Ich finde die schwachsinnig. Die sind viel zu rar gesät und machen viel zu wenig Schaden, meiner Meinung nach. Also, ja, okay. Gut, kommen wir jetzt. Warte. Hier ran oder was? Hier war man. Ach so, da. Unten kommen wir jetzt wahrscheinlich lang. Ja, okay. Ja, okay. Ich schneide das mal. Yay, wir haben es erledigt. Das ging sogar relativ schnell. Und kriegen haufenweise Zeug, was sowieso im Licht verschwindet. Von daher, na gut. Wir finden das Badekur. Ist das, was ich lesen kann? Nee. Schade, na gut. Ach, so ein paar Pflanzen. Ja, Pflanzen. Pflanzige Pflanzen sind pflanzig. Okay, hier geht's nirgendwo lang. Ist ja relativ linear, der Dungeon, aber sonst gefällt mir lieber. Als sehr so eine Kacke. Der Säuer der Sonne erhält den Himmel. Vielleicht eine Anspielung auf das kristallene Schloss, aber dafür scheinen wir noch nicht alles zu haben. Okay. Na gut. Auch noch ein Tor. Und hier ist Riechwasser. Ah ja, okay.
brauchen wir zwar nicht, aber na gut. Hier ist ein Hoffnungszeug, da müssen wir nicht dahin gehen. Ich bin jetzt bald zum Öl, aber bin ich nicht angekommen. Anders. Na gut, okay. Oh, noch kann du noch mal kaufen, Tage. Wie kann das sein? Wie kann es die Sperre überwunden haben? Es ist doch nur ein Vieh. Nanu, was ist mir als Lügen sich unter den arroganten Panzern Neugier und Zweifelbahn? Bei dem vergebliches Hoffen! Hoffen? Was redet das da, als ob es mehr als zum Wetter fähig wäre? Irritierend! Irritierend ist es nur für den, der vor lauter Verstand sein Herz einbüßt, dass die Sklaven halte. So voller Rachlust, das war erwartbar. Dazu hat mir auch allen Grund, sich scheu sein. Die Aggression nimmt zu. Die dumpfe Bestie starrt wieder hervor. Nun denn, lebt eure Natur aus. Wie das? Es kann sich zügeln. Nicht mehr lange, wenn er so weiter macht! Los mit ihm, Marsianer. Vielleicht lehrt sie, dass Verschonung heißt. Ungeheuerlich. Eine spontane Entwicklungsschub. Ja, das muss es sein. Wir könnten uns niemals so verschätzen. Ungeheuerlich. Na komm, verpiss dich. Der ist wunder, stolz, 150 Erfahrungspunkte für interplanetares Studiumsvermögen. Ah, cool. Voll Teufel. Wer füllt den Schleim in Dosen? Mir scheint, das sind dem Maus geschaffen als Schutz gegen die ungewohnte Hitze. Ah ja. Sondern diese Tafel der Zellenkritzelei! Das, mein lieber Leute, ist ein marsianischer Kalender. Bisschen umständig, was? Natürlich, Mars macht es seinen Bewohnern nicht gerade leicht, ein simples System zu erstellen. Gleich zwei Monde wollen in eine kalendarische Aufstellung eingebunden werden. Und beide Körper umgrasen ihre Heimatwelt mit ungehörter Geschwindigkeit. Die Marsianer mussten sich schon etwas einfallen lassen, um die beiden Flitzer in einen Kalender einbinden zu können. Womöglich erklärt das auch das rühe Aufblühen der Mathematik. Keine Exkurse! Großfassung reicht! Ich hätte fast schon vergessen, dass sie es sind, zu dem ich rede. Nun gut. Haupteingelpunkt der Rechnung ist auch auf Mars, die Umkreisung der Sonne. Ist Mars aber herum, zählt das aus Jahr. Interessanterweise, so meine Interpretationen der alten Texte richtig sind, wird dem was 100 Jahre eine besondere kultische Bedeutung zugesprochen. Die Tentakler bezeichnen sie zur Zeitspanne als Umlauf. Der Leutnant, hallo, ist da noch jemand anwesend? Wie, was, wo, wer? Aha, sehr aufschreiß, sehr aufschlussreich. Nur Mittelteil das Maul. Ach, sie haben mir doch gar nicht zugehört. Gehen wir weiter. Tja. Oh ja. Ja. Selbst Tentakler scheinen ein heimeliges Ambiente vorzuziehen. Nach ihren Maßstäben gemessen. Haha. Ah ja. Das Herrschaftszeichen der Tentakler. Die Handschrift ist unverkennbar. Das sind die Aufzeichnungen eines Tüftlers. Ja, natürlich lesen. Die Steinköpfe. Es ist nun schon 72 Umläufe her, seit Rakatech das die ersten der Köpfe schuf, und noch immer stehen wir staunend vor seiner Leistung. Fast ist mir, als ob er sein Werk mit Willen versehen hätte. Die Köpfe wirken wahrhaftig lebendig. Es erfüllt mich mit Stolz, da ist ein Tippfehler, dass schon unsere Vorfahren zu solch ausgeklügelter Gaukelei fähig waren. Nach der Unterwerfung dieser Kugel werde ich meine Nachforschungen noch intensivieren. Ah ja. Okay. Hier, wo geht's da lang? Aha, okay. Gehen wir erstmal nach unten. Würde ich meinen. Okay, da ist nichts. Hier links geht's da auch lang. Ja. Da ist nichts. Also ich glaube, da wäre ich zur Dinges gekommen. Hm. Wenn die Anzahl meiner Lebensjahre um 2000 Umläufe kleiner wäre als ihre doppelte Anzahl, dann wäre ich so alt wie mein Vater. Wie alt bin ich? Also ein Umlauf ist 100 Jahre. Wenn die Anzahl meiner Lebensläufe um 2000 Umläufe kleiner wäre als ihre doppelte Anzahl. Was? Nee, okay, solche Rätsel sind auch nichts für mich. Ich muss mega nachgucken. Bis gleich.
Okay, 4800, warum auch immer.